Die League-Community ist im Generellen nicht ganz so gut darin, Tanks als etwas anderes zu sehen als mechanisch nicht ganz so anspruchsvolle Champions, die mit 4000 HP und 250 Rüstung rumlaufen, während sie dich one-shotten. Naja, dass Tanks nicht so schwer zu spielen sind und dass sie tanky sind und im Allgemeinen auch recht guten Schaden austeilen können, naja, das stimmt schon. Das Problem ist nur, dass die meisten Spieler nicht zwischen den Tanks differenzieren können bzw. wollen. Letztens wurde ich gefragt, welche Tanks man sich denn am ehesten kaufen sollte. Das, was mich dabei am meisten verblüfft hat, ist die Tatsache, dass der Kommentarschreiber die Frage selber dumm fand. Und warum fand er die Frage dumm? Naja, weil alle Tanks genau gleich sind. Zumindest denken das viele oder viele wollen das denken und das möchte ich heute ändern. Im ultimativen Tank-Video. Ich werde euch verschiedene Tanks vorstellen und euch sagen, was ihre Stärken und Schwächen im Vergleich mit anderen Tanks sind, damit ihr seht, dass nicht alle Tanks gleich sind und damit ihr diese Champion-Klasse in Zukunft vielleicht ein wenig besser verstehen könnt. Aber bevor wir mit den Vergleichen anfangen, müssen wir zunächst mal klären, was alle Tanks gemeinsam haben. Warum existieren sie und was macht diese Champion-Klasse aus? Nun, grundlegend bezeichnet der Begriff Tanken die Tätigkeit, Schaden für seine Teammitglieder zu absorbieren. Das bedeutet, dass ein Charakter, der gerade tankt, den Schaden bekommt, den sonst sein Team bekommen würde. Und genau das macht ein Tank. Er absorbiert den Schaden, den seine Teammitglieder bekommen würden. Und da fällt sofort etwas auf. Ein Tank funktioniert nicht alleine, sondern er braucht ein Team hinter sich. Ein Tank beschützt sein Team vor Schaden, indem er ihn selber hinnimmt. Und dies tut er, damit das Team während des Tankprozesses in der Lage ist, Gegner unbeschadet anzugreifen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Wenn ein Garen auf eine Tristana trifft, dann läuft der Garen einfach auf die Tristana zu und die Tristana hat keine Chance, Schaden auszuteilen, da sie bedroht wird und deswegen vor Garen weglaufen muss bzw. wegkiten muss. Steht ein Tank zwischen Tristana und Garen, dann kann Garen nicht so einfach auf die Tristana zulaufen und ist im schlimmsten Fall gezwungen, zuerst den Tank loszuwerden, um die Tristana zu bedrohen. Während sich der Garen aber um den Tank kümmern muss, kann die Tristana ihre Reichweite ausnutzen, um den Garen ungestraft anzugreifen und massiven Schaden auszuteilen, da er sie ja nicht bedrohen kann. Tanks machen die eigenen Damage-Dealer also stärker, indem sie dafür sorgen, dass sie weniger bedroht werden und dadurch mehr Schaden austeilen können. Aber wie macht er das? Warum ist der Garen nun gezwungen, den Tank anzugreifen? Wieso kann er nicht einfach an ihm vorbeilaufen? Und das liegt daran, dass Tanks Mittel haben, um den Gegner dazu zu zwingen, sie anzugreifen. Das, was jeder Tank mitbringt, ist irgendeine Form von CC, also Crowd Control. Jeder Tank ist in der Lage, den Gegner irgendwie daran zu hindern, vorwärts zu kommen. Seien es Stunts, Slows, Knockbacks, Knockups oder irgendein anderer Bums. Jeder Tank kann Gegner durch CC so stören, dass er den Tank nicht mehr ignorieren kann. Außerdem bringen Tanks sehr hohen Grundschaden mit, sodass sie zu einer aktiven Bedrohung werden, vor allem für weichere Ziele. Ein AD Carry oder ein Mage kann nicht einfach am Tank vorbeilaufen und ihn ignorieren, sondern er muss diesen erst ausschalten, da der Tank durch seinen Base Damage in Kombination mit den schlechten Base Stats des Carries in der Lage ist, diesen zu töten. Damage Dealer richten über die Zeit natürlich sehr viel mehr Schaden als Tanks an, aber vor allem kurzfristig können Tanks sehr unangenehme Gegner werden, was aber auch notwendig ist. Denn wenn Tanks nicht in der Lage wären, Carries zu bedrohen, dann könnten Carries diese im Teamfight einfach ignorieren und der Tank wäre dann nutzlos. Denn was nützen dir 6000 HP, wenn dich keiner angreifen muss? Die ignorieren dich dann einfach und dann kannst du auch 20 HP haben, es ist egal. Wo genau dieses Beispiel mal aufgetreten ist, war der alte Alistar. Dieser besaß damals auf seinem E noch den Heal und kein CC-Spell. Dementsprechend war Alistar aufgrund der hohen Cooldowns auf seiner Headbutt-Kombo, also auf seinem QW, nicht mehr in der Lage, Carries zu bedrohen, wenn er diese Headbutt-Kombo einmal benutzt hat. Wenn Alistar diese Kombo einmal benutzte, dann war er im Teamfight nutzlos und konnte für längere Zeit ignoriert werden, da er keinen Schaden und keinen CC mehr mitbrachte. Mit dem neuen E ändert sich das Ganze natürlich, weil er jetzt auch nach der Kombo Gegner bedrohen kann, aber früher war er danach absolut nutzlos. Die letzte Gemeinsamkeit zwischen den Tanks ist natürlich noch, dass Tanks alle über gute Base-Werte verfügen und sehr, sehr tanky werden. Ihr Schaden skaliert mit Leveln und nur selten mit Items und ihre Stats, die sie für ein Level abbekommen, sind sehr viel effizienter als die einer anderen Charakterklasse. Tanks sind bereits von Natur aus recht tanky und die Items verstärken diesen Effekt noch einmal, aber ihren Schaden, den erhöhen sie mit Items nicht. Fassen wir aber kurz zusammen. Tanks ermöglichen den Teammitgliedern, gegnerische Charaktere ungestraft anzugreifen. Tanks bedrohen Gegner aktiv und zwingen sie dazu, ihren Schaden, den sie auf die Damage-Dealer austeilen möchten, an den Tanks zu verschwenden. Tanks absorbieren Schaden und dementsprechend ist ihre Hauptaufgabe im Teamfight, so viel Schaden zu fressen, wie es nur geht.
Sie wollen ihrem Team ein möglichst großes Zeitfenster verschaffen, um selber Schaden auszuteilen. Und nachdem wir nun also wissen, was Tanks so generell machen, vergleichen wir ein paar Tanks miteinander, um zu sehen, dass sich Tanks wirklich stark voneinander unterscheiden können. Ach ja, und die Tank-Supporter, die lasse ich hierbei mal außen vor. Die funktionieren aufgrund ihrer speziellen Rolle als Supporter ein wenig anders. Vielleicht machen wir das Ganze ein andermal, aber... Ja, jetzt ignorieren wir die erstmal. Fangen wir gleich mal den wichtigsten Tank von allen an. Naja, zumindest war er mal der wichtigste Tank von allen. Der Golf unter den Schadensfressern, einfach weil er so solide ist. Maokai. Wenn man Toplane Autofield spielt, beziehungsweise wenn man auf der Toplane Autofield ist, dann spielt man Maokai. Weil man nicht ganz so viel falsch mit ihm machen kann und ich denke, das sagt alles über sein Skillcap aus. Aber darum geht es auch heute nicht. Wie gesagt, ist Maokai ein Tank, der grundlegend alles kann und nirgendwo wirklich perfekt ist. Er bringt viel CC mit dem er gut verteidigen und bedrohen kann. Er bringt soliden Base Damage mit, durch seine Passive hat er in Teamfights einen guten Sustain, durch den er sehr viel aushalten und somit länger tanken kann. Und seine Ult ist ein ziemlich dickes Zoning Tool, was sich ziemlich gut dafür eignet, Gegner vom eigenen Team fernzuhalten. Oder situativ kann man damit auch engagen, aber dadurch, dass die Wurzeln so langsam sind, ist das eher schwer umzusetzen. Meistens ist es halt ein besserer Disengage. Außerdem bildet er durch seinen W einen recht guten Konter zu mobilen Champions wie Kalista, Vayne oder LeBlanc, da er sie einfach nur anklicken muss, um deren Defensivtool, also die eigene Mobilität, wegzunehmen. Maokai kann halt irgendwie alles. Er kann engagen, er kann bedrohen, disengagen, er kann verteidigen und er kann halt tanken. Er ist ein solider Tank und somit in jedem Spiel theoretisch spielbar, wobei er in der Vergangenheit ein wenig genervt wurde, weswegen er aktuell auch nicht ganz so gut ist. Aber grundlegend ist Maokai in jedem Spiel gerne gesehen, da er immer irgendwie nützlich ist und in jeder Spielphase etwas machen kann. Und sei es einfach nur W auf den Gegner zu drücken, irgendwas macht er immer. Und als nächstes werfen wir mal einen Blick auf die gute Sejuani, die als Tank-Junglerin eigentlich fast immer gerne gesehen ist. Also wenn sie im eigenen Team ist. Anders als Maokai ist sie aber keine Allrounder, sondern sie ist eher darauf spezialisiert, die gegnerischen Carries zusammen mit einem Backline-Dive-Champion zu bedrohen. Zur Anmerkung, ein Backline-Dive-Champion ist ein Damage-Dealer, der sich an den Tanks vorbei bewegen kann, um die Carries im Teamfight zu töten, also sowas wie Vladimir oder Irelia. Jedenfalls ist Sejuani sehr, sehr gut darin, gegnerische Carries zu bedrohen, da sie über einen Dash verfügt, um die Distanz zu verringern. Ihre Ult ist ein gutes Engage und wenn der Slowfeld-Effekt triggert, ein ziemlich gutes Zoning-Tool. Und durch ihren sehr, sehr guten Grundschaden kann sie Gegner sehr gut bedrohen und auch recht lange stunnen. Wenn sie zusammen mit einer Irelia oder einem Vladimir eine Backline bedroht, dann kann es schon mal sein, dass die beiden die gesamte Backline einfach alleine ausschalten können. Sejuani ist also recht stark im Bedrohen und Engagen, aber dafür ist sie im Verteidigen weniger effektiv. Als Tank, der sie nun mal ist, kann sie ihre Carries dank des prozentualen Schadens, mit dem sie Boozer oder Tanks bedrohen kann, und dank ihrer Stunts zwar verteidigen, ist darin aber weniger effizient als beispielsweise ein Maokai. Sie kann zwar verteidigen, aber in der Offensive ist sie sehr viel effektiver und dementsprechend blüht sie auch dann auf. Wenn sie eine Backline bedrohen kann und wenn sie mit einem Backlife-Dive-Champion zusammen den Teamfight nach vorne spielen kann, dann ist sie unfassbar stark. Und das Gegenteil davon stellt Nunu dar, der in Sachen Backline-Diving eher weniger zu melden hat. Wenn er in eine gute Position kommt, dann kann er die gegnerischen Carries mit seinen Slows und Attack-Speed-Slows natürlich unter Druck setzen. Aber um in diese Position zu kommen, braucht er recht viel Glück, da er im Gegensatz zu Sejuani oder Maokai nicht wirklich mobil ist und kein Engage zur Verfügung hat. Und selbst wenn er es schafft, in die Backline zu kommen, andere Tanks wie eben Maokai oder Sejuani sind dort deutlich besser aufgehoben. Was Nunu aber kann, ist peelen. Mit seiner Ult verfügt er über ein massives Zoning-Tool, das selbst eine Irelia zum Weinen bringen kann, wenn sie nicht ultra fett ist. Wenn Nunu diese Ult channelt, dann ist man gezwungen, sich Nunu zu widmen oder abzuwarten, bis die Ult weg ist, was den eigenen Carries genug Zeit gibt, Schaden auszuteilen. Außerdem sind auch die Schneebälle ganz nett, um den Carries das Kiting leichter zu machen. Zusätzlich bringt Nunu dann noch die Besonderheit mit, dass er seine Carries über seinen W verstärken kann. Er hilft ihnen also dabei, die gegnerische Frontline schneller zu töten, sodass er mit seiner Ult weniger Zeit rausholen muss, damit die Carries Schaden austeilen können. Nunu ist also ein Tank, der sehr, sehr gut gegen gegnerische Backline-Dive-Champions funktioniert und dann sehr, sehr effektiv ist, wenn die eigenen Carries viel Schaden austeilen können. Sejuani ist dann gut, wenn sie den Teamfight nach vorne spielen kann und den Fight in die gegnerische Backline tragen kann, während Nunu genau dann stark ist, wenn der Gegner das bei der eigenen Backline versucht und er das verhindern kann. Und damit ist er genau das Gegenteil einer Sejuani, die zwar auch von einer starken Backline profitiert, aber dann doch eher einen starken Backline-Diver an ihrer Seite hat als eine starke Backline. Wir haben also gerade drei Tanks miteinander verglichen, die zwar alle grundlegend dieselben Aufgaben haben, also zu tanken, aber durch ihr unterschiedliches Champion-Design erfüllen diese Tanks ihre Aufgaben auf unterschiedliche Weise. Tanks können sich mitunter sehr stark voneinander unterscheiden, was wir beim nächsten Vergleich sehr, sehr gut sehen werden.
Denn gerade haben wir über Tanks geredet, die hauptsächlich über CC verfügen, um die Gegner dazu zu zwingen, sie anzugreifen. Diese Champions skalieren allesamt recht gut ins Late Game, da CC mit das stärkste ist, was ein Tank in Late Game haben kann. Denn CC skaliert nicht mit Gold, denn CC ist immer gleich gut. Nun reden wir aber über Champions, die nicht durch ihren CC, sondern durch ihren guten Damage Output glänzen. Wodurch sie eher gut im Midgame statt im Late Game sind. Denn im Midgame kommt der Base Damage, den diese Tanks bieten, noch sehr, sehr gut zur Geltung. Aber je mehr Gold im Spiel ist, desto weniger effizient wird Base Damage und desto besser wird Schaden, der durch Items erhöht wird, den diese Charaktere eher nicht besitzen. Ein bisschen, aber nicht so viel. Fangen wir mit einem aktuell recht beliebten Tank an. Dr. Mundo. Dr. Mundo ist tanky, er rennt auf den Gegner zu, er schmeißt ihm Beile um die Ohren und dann haut ihn einfach um. Dr. Mundo macht verdammt viel Schaden und er zwingt die Gegner deswegen dazu, ihn anzugreifen. Ein Mundo hat sehr viel von einem Backline-Dive-Champion, nur dass er mehr aushält und weniger Damage macht. Aber grundlegend ist es halt dasselbe Konzept. Mundo geht in die Gegner rein und er peelt sein Team damit, dass er so lange wie möglich so viel Schaden wie möglich austeilt. Im Gegensatz zum Backline-Dive-Champion ist sein Primärziel jedoch nicht, dass er die Gegner tötet, sondern er will halt tanken, aber er kann Gegner halt mit seinem Schaden auch töten. Da ist der Unterschied. Damit ist sein Midgame sehr, sehr stark, aber vor allem im Late-Game fällt seine CC-Losigkeit sehr, sehr stark auf. Außerdem kann er nicht so gut peelen, da seine Beile zwar ganz nett sind, aber nur wenige Gegner daran hindern können, die eigenen Carries zu bedrohen. Ich meine, wirfen Beile auf Garen. Ist nicht so effektiv. Dann haben wir noch Singe, der ähnlich wie Dr. Mundo darauf basiert, dass er viel Schaden macht. Er rennt in die Gegner rein, er vergiftet und wirft sie durch die Gegend und hat das Ziel, sie zu töten und zu tanken. Ähnlich wie bei Mundo. Er rennt in die Gegner rein, er tankt rum, bedroht die Gegner, aber sein Primärziel ist es nicht, sie zu töten. Es ist ein netter Nebeneffekt, dass er es kann, aber primär möchte er tanken. Singed ist dabei ein wenig CC-lastiger als Mundo dank seines Flings. Aber auch er bekommt beim Peelen und im Late-Game Probleme, einfach weil andere Tanks über mehr CC verfügen, während er im Mid-Game sehr, sehr stark ist und sehr viel Schaden austeilt. Und als letztes hätten wir dann Cho'Gath, der die Ausnahme dieser Champion-Klasse darstellt. Er ist im Early- und Mid-Game ein wenig schwächer und hat mit seinem Knock-Up und seinem Silence bessere CCs zur Verfügung, aber vor allem seine Ult sorgt dafür, dass Cho'Gath im Late-Game eine ernstzunehmende Bedrohung ist. Denn Cho'Gath kann Gegner mit seiner Ult fast one-shotten und durch sein Silence verhindert er sogar Counterplay. Wenn Cho'Gath im Teamfight drin ist, muss er fokussiert werden, da er dir sonst seinen Carry einfach unter deinem Hintern wegfrisst. Und auch hier sind sich alle drei Tanks wieder grundlegend ähnlich. Aber in ihrer Ausrichtung sind sie dank ihrer Mechaniken alle unterschiedlich. Mundo ist eher so ein Juggernaut, der in die Gegner reinrennt und versucht, so viel Schaden wie möglich auszuteilen, während Singed ein absoluter Nervidiot ist, der dir mit dem Gift, dem Kleber und dem Rumgeschmeißer einfach auf die Ketten geht, und Cho'Gath ist ein absolutes Tankbeast, was dich im Late Game one-shottet, wenn du es nicht loswerden kannst. Wir haben aktuell also schon 6 Tanks miteinander verglichen und alle spielen sich komplett anders und sind in anderen Szenarien gut. Ich werde nun noch 3 Tanks miteinander vergleichen. Einfach weil ich sie für das Verständnis der Rolle und des Metas an sich wichtig halte. Ich könnte für euch natürlich noch alle Tanks miteinander vergleichen, aber dann sitzen wir noch morgen hier. Außerdem denke ich, dass meine Auswahl hier reichen wird, um euch das Grundverständnis des Tanks näher zu bringen. Als erstes haben wir Ornn, der den besten Tank im Spiel ausmacht. Er bringt verdammt viel CC mit, seine Ult ist der stärkste Engage im Spiel und kann auch nur sehr schwer gekontert werden. Und sein Damage, naja, der ist einfach nur absurd hoch. Dabei ist er ähnlich wie Sejuani eher ein offensiver Tank, da er mit seiner Ult und seinen Spells weniger gut peelen kann. Aber auch darin ist er in Ordnung, also er kann das besser als eine Sejuani oder so, aber halt nicht so gut wie ein Maokai. Seine große Stärke ist es, dass er mit seiner Ult Fights engagen kann, ohne sich dabei in Gefahr zu bringen. Wenn der Engage sitzt, dann kann man damit committen. Und falls er mal daneben geht, dann kann man einfach auf die nächste Ult warten und disengagen. Und dieses Wissen ist wichtig, da wir das nun mit Malphite vergleichen, also diesen einen Aspekt. Denn Malphite ist der Schrecken eines jeden AD-Carries. Er macht Burst-Schaden, er macht konstanten Schaden, er hat viel Armor, damit skaliert sogar sein Damage. Und er hat diesen verdammt nervigen Attack-Speed-Slow. Aber vor allem hat er seine Ult. Wenn die trifft, dann hat er ein sehr gutes Engage-Tool und er kann die Gegner massiv bedrohen, da er während des Knock-Ups seinen E treffen kann und danach einfach seine verstärkten Auto-Attacks nutzen kann, um verdammt viel Schaden anzurichten. Trifft er diese Ult allerdings nicht, weil sie zum Beispiel von den Gegnern geflasht wird, dann hat er massive Probleme. Sein Schaden kann er nur auf Melee-Range austeilen, weswegen er an den Gegnern dran sein muss, um diesen anzurichten. Trifft er seine Ult allerdings nicht, dann hat er Probleme, an die Carries überhaupt ranzukommen, weil er überhaupt nicht mobil ist außerhalb seiner Ult. Und er wird zum leichten Ziel, das im Vergleich mit anderen Tanks nicht so viel aushält. Er hat zwar seine Passive und seine Armor,
aber vor allem gegen Mages ist das nicht ganz so viel und auf Reichweite kann er auch sein E nicht mehr nutzen, wodurch er einen großen Teil seiner Tankiness verliert, da die Gegner einfach so schnell angreifen können wie immer. Das ist eine seiner großen Stärken. Er kann AD-Carries einfach nutzlos machen, aber wenn er nicht rankommt, dann bringt ihm das nichts. Im Gegensatz zu Ornn hat er zusätzlich noch den großen Nachteil, dass eine gefailte Ult seinen Tod bedeuten kann. Ornn kann nach einer gefailten Ult einfach disengagen, weil er 20 Kilometer weit wegstehen kann, während er die Ult channelt. Aber Malphite steht in den Gegnern drin und kann deswegen auch sehr leicht abgeholt werden. Malphite ist also nur dann gut, wenn er die Ult trifft und wenn sein Team vorne ist. Denn wenn er hinten ist und dann in die Gegner rein ultet, dann stirbt er recht schnell, was bei anderen Tanks nicht so der Fall ist, da diese tankiger sind und da diese mehr Möglichkeiten haben, Gegner zu CC'en. Und das Ganze schränkt ihn halt sehr, sehr hart ein und deswegen ist er auch nur situativ eine gute Wahl. Ach ja, und im Peelen ist er auch ziemlich schlecht. Wenn er nicht engagen kann, sondern die Gegner den Teamfight in seine Carries reintragen, dann ist Malphite sehr, sehr schwach. Und als letztes haben wir die größte Ausnahme von allen. Shen, der auch ein Tank ist. Seine Stärke ist es, dass er jederzeit zum Teamfight dazukommen kann und dementsprechend Split pushen kann. Seine Ult ermöglicht es ihm, einen Teammate zu schützen, um dann neben ihm zu erscheinen. Und das Ganze macht ihn zu einem sehr guten offensiven Tank. Gibt einem Backline-Dive-Champion wie Irelia den Schild, dann wird der Diver kurzfristig sehr, sehr tanky und bekommt dann Unterstützung durch Shen, der dem Bruiser mit seinem Damage, seinem Taunt und seiner Dodge-Zone helfen kann. Shen kann natürlich auch defensiv eingesetzt werden, aber dort verliert er massiv an Potenzial. Und Shen kann theoretisch auch ohne einen Bruiser zu ulten in die Gegner reinkommen, aber naja, da hat er es sehr viel schwerer und da ist er sehr viel schlechter drin als andere Tanks. Seine größte Stärke ist halt seine Ult. Wenn er seine Ult auf dem Backline-Dive-Champion bekommt, dann kann er sehr, sehr gut engagen und dann ist er sehr, sehr mächtig. Was wir also heute gelernt haben sollten, alle Tanks sind einzigartig, auch wenn sie sich in einigen Aspekten ähneln. Man muss Tanks individuell betrachten und kann nicht einfach sagen, Tank ist gleich Tank. Wenn ihr verstehen wollt, wie ihr gegen Tanks vorgehen müsst, dann müsst ihr den individuellen Tank an sich betrachten und schauen, was er kann. Spielt ihr gegen einen Shen, dann zwingt ihn dazu, defensiv zu ulten und spielt ihr gegen einen Nunu, dann versucht eure Backline zu stärken. Wenn ihr gegen Tanks bestehen wollt, dann müsst ihr sie verstehen. Und das könnt ihr nur, indem ihr sie individuell betrachtet und berücksichtigt. Nutzt einfach ihre individuellen Schwächen aus. Das müsst ihr gegen Tanks machen. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Haut rein und tschüss, meine lieben Kinder.